Hallo meine Lieben, es hat ja wieder ein neues Quartal begonnen und was bedeutet das? Richtig, es ist Zeit für neue Zahnbürsten und neue Bürstenköpfe. Alle 3 Monate sollte man die ja erneuern und ich möchte mir nicht immer ein Datum merken müssen, deswegen mache ich das immer zum neuen Quartal und jetzt ist es an der Zeit, sie zu wechseln und ich werde euch mal zeigen, was ich mir für Produkte für dieses Quartal rausgesucht habe. Das sind die alten Produkte, die ich im letzten Quartal verwendet habe und die möchte ich jetzt erneuern, also durch neue austauschen. Hier ist es ganz einfach, nehme ich einfach 1:1 das gleiche nochmal. Das sind die Bürstenköpfe für die Curaprox Hydrosonic Pro, also für die Schallzahnbürste. Einmal der Sensitivbürstenkopf und der Singlebürstenkopf, die verwende ich einfach nochmal neu. Auch die Prothesenbürste für die Reinigung meiner Knirscherschiene werde ich erneuern. Und dann kommen wir zu den spannenden Dingen, wo ich mir verschiedene Farben aussuchen kann. Da freue ich mich immer drauf. Ich habe mir überlegt, die Curaprox Single Zahnbürste werde ich wieder als 1009 dieses Quartal verwenden. Die gibt es ja auch noch mit kürzeren und etwas härteren Borsten. Bei der 1009 sind sie 9 mm lang und bei der 1006 nur 6 mm lang, aber auch ein bisschen härter. Ich verwende wieder die 1009 an diesem Quartal. Dann als normale Handzahnbürste verwende ich von Curaprox die Ultrasoft, die 5460. Ich hatte im letzten Quartal die Love Edition, also eine Special Edition. Hier ist die Hälfte von einem Herz zu sehen im Bürstenkopf und die andere Hälfte des Herzes ist in der anderen Zahnbürste. Das Gegenstück sozusagen, das hat mein Freund verwendet in Blau und ich die pink-rote Variante. Und da habe ich mir überlegt, ich habe verschiedene Special Editions mir bestellt. Ich finde die alle so hübsch, aber ich denke, dieses Quartal nehme ich die. Die ist schön sommerlich und die anderen dann im Herbst- und im Winterquartal. Aber die ist noch so schön fröhlich für den Sommer. Die werde ich verwenden. Da kriege ich dann die gelbe und mein Freund die blaue. Und dann habe ich ja auch noch die Velvet, die 12460. Die Velvet verwende ich nicht als normale Handzahnbürste, weil ich sie dafür zu weich finde und sie nicht gründlich genug reinigt. Aber ich verwende sie gern, wenn ich zum Beispiel was Säurehaltiges gegessen habe. Oder auch einfach nur mal so, um das Zahnfleisch noch ein bisschen zu bürsten und zu massieren. Und da, ja, habe ich gedacht, passt die Farbe ganz gut. Ich finde das ja immer ganz schön, die farblich etwas abzustimmen, sofern das denn geht und man genug Auswahl zu Hause hat. Das bringt mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Das war es dann also von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr erneuert eure Bürstenköpfe und Zahnbürsten auch immer schön, alle 3 Monate mindestens. Es sei denn, man war krank oder hatte Lippenherpes, dann sollte man sie gleich erneuern, sobald man wieder gesund ist.